Wake News Radio, Wake News TV, für alle, die aufwachen wollen. Neue Weltordnung, Versklavung, Dims, Scraps, Schuldgeld aus dem Nichts, eingepflanzter Chip, Bargeld abschaffen. Wollt ihr das? Werdet aktiv, macht mit. Wake News Radio, Wake News TV, wakenews.net.
Ja, meine lieben Freunde, es ist wieder soweit. Ein oder zwei Monate sind ja vergangen, seitdem wir uns zum letzten Mal gesehen haben. Und zwar, weil ich leider wichtige Dinge zu erledigen hatte, wo ich unbedingt anwesend sein musste. Aber jetzt freue ich mich umso mehr, dass ich wieder bei euch sein kann und eure Energie spüren kann, dass ihr auch heute da mitvollziehend Anteil nimmt an der ganzen Geschichte, die ja eigentlich kollektiv die Menschheitsgeschichte ist. Ja, wir haben heute ein paar leidige Themen zu besprechen. Und zwar geht es darum, dass wir Parallelen ziehen zwischen den Autoritäten, die uns versklaven und versklavt haben, und da notamment die Kirche. Der Titel heißt die Blutspur der Kirche und die Fortführung durch die Kabale. Und da möchte ich versuchen, einige Parallelen darzustellen oder woher gewisse Vorgänge heutzutage kommen, wie gewisse Verhaltensnormen oder sagen wir summa summarum die ganze Welt, die uns heute umgibt, was für Kräfte diese Umstände oder diese Welt, in der wir leben, bewirkt haben und was sie bezwecken. Oder was für Intentionalitäten sie hatten, dass sie die Machtstruktur so gestaltet haben, wie sie eben heute ist. Ja, und also wie immer möchte ich die Sendung mit dem Wochenspruch aus dem Seelenkalender von Rudolf Steiner beginnen, bevor wir dann in Medias Res gehen. Es spricht das Weltenwort, das ich durch Sinnestore in Seelengründe durfte führen. Erfülle deine Geistestiefen mit meinen Weltenweiten, zu finden einst mich in dir. Ja, ich meine, dieser Wochenspruch spricht ja ein Mysterium an, das die meisten Menschen eben nicht verstehen, dass sie eigentlich die Welt sind und die Welt sie ist. Also diese Illusion, dass wir da unser Bewusstsein eingekerkert in ein rundes Oberes haben, das trifft eigentlich in Realität gar nicht zu. Denn wir sind die Welt, wir sind die Welt ist uns und wir sind verwurzelt. Und durch unsere Aktionen, durch unsere Gedanken, durch unsere Gefühle verändern wir die Welt sozusagen. Aber da gehen wir noch später noch drauf ein. Ja, und diese ganze kosmische Gesetzmäßigkeit, das, was da in Aussicht gestellt wird, dass man sich mit der Weisheit des Logos, also des Heiligen Geistes, durchdrängt, dass man ihn annimmt und dann praktisch der Logos sich in einem manifestiert. Das heißt, man wird der Logos. Und darum heißt es ja, zu finden einst mich, also in dir, ja. Also das Weltenwort. Das Weltenwort ist ja nichts anderes als der Logos. Also dass dieser Logos, also das Weltenwort, in freier Selbstverwirklichung dann in jeglichem menschlichen Individuum zum Ausdruck kommt und dadurch die kosmische Harmonie wiederhergestellt wird. Momentan gibt es ein riesen kosmisches Durcheinander. Dazu sind ja die Widersachermächte, oder dafür sind die Widersachermächte verantwortlich. Das tun sie auch mit, sagen wir mal, göttlicher Berechtigung, sonst wären sie ja nicht zugelassen. Aber wir Menschen sollten ja als souverän darüber stehen und entscheiden, wo wir diese Kräfte zum Positiven nützen können und wo wir ihnen Einhalt gebieten müssen. Aber das können wir nur, wenn wir objektiv und vollumfänglich informiert sein, was eigentlich hier gespielt wird in unserer Werkwelt. Auf der
um jetzt auf die heutige Weltlage zu kommen, was im politischen Bereich sich vollzieht, dass wir dieses Kasperle-Theater, das Marionettentheater, das da aufgeführt wird, durchschauen und die linkischen Züge, die da von gewissen Leuten praktisch in Auftrag gegeben werden, und wo dann diese Politmarionetten dann hin und her dirigiert werden. Das werden wir heute auch tingieren. Ja, also wenn man die heutigen Ereignisse bezüglich des heutigen Weltbildes in kontemporären menschlichen Bewusstsein und die heutige politische Lage verstehen will, muss man die aus der Historie hinaus realitätsprägenden Ereignisse der Geschichte verstehen. Man muss verstehen und differenzieren, welche Kräfte mit welcher moralischer Qualität und mit welcher Intentionalität gewirkt haben und bis heute wirken und ihre Spuren hinterlassen haben. Aus spiritueller Sicht, in Anbetracht, dass der Mensch selbstverantwortlich seine Werkwelt gestaltet, das Werkwelt ist der mystische Ausdruck für die Umwelt und für die Gegebenheiten und die Lebensumstände, die unsere Welt heute gestalten. Also die uns heute umgebenden Werkwelt gestaltet, muss konstatiert werden, dass auch die uns heute umgebenden realitätsgestaltenden Faktoren, also der Status quo, der sich als die Summe aller vom Menschenkollektiv hervorgebrachten Gedanken, Gefühlen und Taten darstellt. Also ganz klar, die Welt, die wir uns umgeben, das ist die Welt, die wir verdient haben. Und das sind die Summe aller positiven und negativen Gedanken, Gefühlen und Taten, die die Menschheit als Kollektiv hervorgebracht wird. Also wir dürfen uns gar nicht beklagen über diese Situation der bösen Politiker oder die über den Tisch ziehenden, versklavenden Herodianer, die uns da ins Missgeschick leiten wollen und uns ausnützen und versklaven wollen. Eigentlich dürfen wir uns da gar nicht beklagen, weil wir haben ihnen diese Wirkweise ermöglicht. Also wären wir, sagen wir, weiser gewesen und hätten nicht in jede Schmutzpfütze hineingetrampt, wie man in der Schweiz sagt, dann wäre, sagen wir mal, das Menschheitsgeschick favorabler verlaufen. Aber leider, gut, es hätte auch noch schlimmer geschehen können, aber die Situation, der Status quo, wie es ist oder wie er ist, haben wir uns selbst zu verdanken. Da das menschliche Bewusstsein seit eh und je das Schlachtfeld der göttlichen und satanischen Kräfte ist, muss es mit allumfassender Genauigkeit untersucht werden. Das heißt, wir müssen wissen, wer wir sind, aus was besteht unser Bewusstsein, warum ist es, wie es ist und nicht anders. Unseren Zustand von Wachen, Schlafen, Tiefschlaf und so weiter. Das muss genau analysiert werden, warum das ist, was passiert im Hintergrund und so weiter. Aber da hat ja die materialistische Wissenschaft natürlich kein Gehör dafür, weil diese Dinge a priori ausgeklammert werden müssen, weil natürlich Ahriman als oberster Taktgeber dieser Naturwissenschaft diese Dinge eigentlich nicht will, dass sie bewusstseinsmäßig untersucht sein möchte. Also die Untersuchung des Bewusstseins mit dem Bewusstsein, also dieser rückbezügliche Kreis, der hermetische Kreis diesbezüglich, der ist nicht gewollt, weil das natürlich dann Einblick in die ganze kosmische Weltendynamik schafft, in die kosmische Pneumatik
Und das ist natürlich von den Widersachermächten nicht gewollt. Ich habe ja manchmal diesen Beispiel gebracht vom unsichtbaren Dieb im Kaufladen. Also man könnte diesen Ahriman natürlich vergleichen wie den unsichtbaren Dieb im Kaufladen, der dann natürlich freie Hand hat, alles mitzunehmen und zu dirigieren und zu gestalten, wie er möchte. Und er bleibt natürlich dann immer ungesehen. Und dadurch kann er auch so machtvoll wirken. Und analog natürlich dazu die Tätigkeit unserer heutigen Geheimdienste und die Tätigkeit der Geheimgesellschaften, der Freimaurer und auch einiger anderer, die eben nach diesem Prinzip arbeiten. Sie sagen natürlich, die Menschen seien nicht reif dafür. Aber dann würde ich im Gegenzug sagen, dann sind sie verantwortlich dafür, die Menschen dafür reif zu machen. Diesen Auftrag erfüllen sie leider nicht. Und zum Glück hat Rudolf Steiner diesen Auftrag übernommen, die Menschen reif zu machen, um die in diese Dinge und diese Sachen Einblick zu bekommen. Sich dementsprechend natürlich auch kosmisch nach kosmischer Verhalten, nach kosmischem Verhaltensethos zu gebaren, um natürlich da nicht wie der Elefant im Porzellanladen daherzukommen. Aber da hat natürlich auch Steiner sein großes Augenmerk gerichtet, indem er gesagt hat, ein Schritt in der Weisheit, in der geistigen Erkenntnis und drei Schritte in der Moral. Nun muss ich natürlich da sagen, dass einige Anthroposophen das natürlich auch nicht wörtlich nehmen. Ja, also da das menschliche Bewusstsein seit eh und je das Schlachtfeld der göttlichen und satanischen Kräfte ist, muss es, wie gesagt, mit allumfassender Genauigkeit untersucht werden. In dieser Schlacht geht es darum, dass die bösen Mächte eine Art Paralleluniversum gegen das von Gott Geschaffene errichten wollen. Eine Konkurrenz also. Dazu brauchen sie dem den Menschen anvertraute göttliche Energie, da sie selbst, also diese Wesen, durch ihre Gottesrebellion von dieser göttlichen Energiequelle oder da sie sich selbst eigentlich, muss man sagen, von dieser göttlichen Energiequelle abgeschnitten haben. Im Prinzip ist dies der Hintergrund alles Bösen. Jetzt kann man sozusagen den Gesamtzusammenhang verstehen, warum es wirkt und wozu es wirkt und was soll das Böse. Ich meine, das Böse hat ja einen Zweck. Es ist ja nicht aus Langeweile böse, sondern diese Zwecke, die ich da gerade angedeutet habe, die sind ja am Wirken. Also einen großen Einblick in diese Dynamik liefern zum Beispiel Rudolf Steiners Gesamtausgabe 177, die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt und der Sturz der Geister der Finsternis. Das kann man natürlich alles auch auf dem Netz, kann man dieses Werk, glaube ich, auf AnthroWiki kann man das runterladen. Und dann durchlesen. Man kann sich natürlich auch die Bücher erwerben. Also das kann man bei der Rudolf Steiner Gesamtausgabe-Geschichte, man kann es aber auch ganz günstig bei Achiati erwerben. Und als eine ebenfalls empfehlenswerte Quelle dient der YouTube-Kanal von Eddie Maurer. Dort werden in einer Serie von Beiträgen die Blutspur der Kirche, also der Titel dieser Videoreihe, und die hintergründigen Zusammenhänge diesbezüglich ausführlich beleuchtet. Also es ist gut, wenn man sich einen Überblick verschaffen will. Natürlich gibt es dann noch eindeutige Literatur, die dann weiter ins Detail geht, aber für einen ersten Überblick und die gesamte Dynamik und das wissen leider die meisten Menschen nicht, heutzutage, was da gewirkt hat und warum. Pardon. Wie wir wissen, haben die Urchristen, also die Nazarener und die Nachfolger,
davon die Lehre von Jeschu ben David am reinsten verwirklicht. Doch schon in den ersten Jahrhunderten wurden sie von den Baalspriestern, welche im Nachhinein die Oberhand in der katholischen Kirche erlangten, aufs Grausamste verfolgt, gefoltert und fast ausgemerzt. Um es mit der katholischen Terminologie auszudrücken. Ja, diese Leute, die haben ja diese Urchristen oder nachfolgenden Urchristen, die Vereinigung, die es damals gab, das, um sie mit Namen zu benennen, das sind zum Beispiel die Markoniten, das kommt vom heiligen Markon, dann die Montagniten, die Manichäer, also von Mani, einer in Bagdad, der in Bagdad eine Schule gelehrt hat zwischen Licht und Dunkelheit, also wie die das Licht die Dunkelheit bekämpft und wie die im Kriegszustand miteinander sind. Das erinnert ein bisschen an die Lehre von Zarathustra oder Zartosht in Persien. Dann die Arianer natürlich, die Paulizianer, die Bogomilen, die Katharer, die Brüder und Schwestern des freien Geistes, natürlich also im Mittelalter hinein dann gesehen, die Waldenser, die Hussiten und die Täufer. Und wir wissen ja, was in Konstanz passiert ist mit dem Jan Hus. Der wurde da natürlich auf den Scheiterhaufen geworfen, leider. Also sie alle haben, also die jetzt gerade genannten, die ursprüngliche Lehren Jesus gelehrt und hatten umfangreiche Dokumente, welche ihre Lebensart erklärte und die ganze Weisheitslehre des Christus erklärte. Warum etwas ist, die ganze Kosmogonie, die Lehre der kosmischen Zusammenhänge, wie sie zusammenhängen mit der menschlichen Seele, wie die menschliche Verhaltensformen, Gedanken, Gefühle, Taten damit zusammenhängen, wie wir uns dieser verloren gegangenen kosmischen Nähe zu Gott wieder nähern können und so weiter. Das war eigentlich der Hauptinhalt dieser Nachfolgegruppen der Urchristen. Aber leider natürlich gefällt es diesen der katholischen Kirche, was im Prinzip, wenn man das genau überlegt, wenn man das genau klassifizieren sollte, sind eigentlich die katholischen Priester Baalspriester unter falscher Flagge, wenn man das jetzt mal so in moderner Technologie bezeichnen müsste. Weil die ganzen Lehren, die da, man kann es ja betrachten, im Alten Testament sind da von Blutopfer und Ritualopfer und Menschenopfer werden da genannt. Und da muss man sich da mal überlegen, Moment mal, das stimmt doch nicht ganz mit der Ethik, mit der göttlichen Ethik zusammen. Ein liebender Gott, der die Menschheit erschafft und dann diese Blutsopfer, diese Brutalitäten, diese Grausamkeiten, die da mit unbeschreiblicher Werf begangen werden, da kann etwas nicht stimmen. Tja, und diese Diskrepanz konnten eigentlich die, sagen wir mal, die Gelehrten, die katholischen Gelehrten nie ganz erklären. Die haben immer um den heißen Brei da herumgeredet. Ja, also sie alle, also diese Urchristen haben die ursprüngliche Lehre Jesu gelehrt und hatten umfangreiche Dokumente, wie gesagt, die da ihre Lebensart erklärt hatten und die natürlich von der katholischen Kirche mit Werf vernichtet wurden. Also wenn man die Lehre des Jesus von Nazareth, insbesondere die Bergpredigt, die von Liebe, Nächstenliebe und einfühlsamen Verständnis und Liebe für die ganze Schöpfung geprägt ist, dann
und dann natürlich im Gegensatz dazu die von Hass, Tieropfer, Rache und Selbstsucht geprägten Stellen im Alten Testament betrachtet, dann fallen die einem natürlich schroff ins Auge. Und wenn man also diese Ursachen dieser Diskrepanzen erforscht, muss man feststellen, dass diese Bibelstellen von satanischen Priestern des Baalskultes und des Mithraskultes anstelle der von Liebe und Weisheit geprägten göttlichen Urtextes da hineingeschmuggelt wurden. Es wurde also verfälscht. Die Bibel wurde verfälscht. Das wurde noch fortgeführt im 3. Jahrhundert vor den sogenannten Korrektores. Also ab dem 2., 3. Jahrhundert sind diese Korrektores da gewesen und die haben dann dementsprechend nach Belieben da diese Stellen gestrichen, wo raus hervorging, dass natürlich die Urchristen kein Fleisch gegessen haben, dass sie so wie in Indien die Tiere als heilig betrachtet haben, als Brüder und Schwestern. Und das hat sich natürlich im Mittelalter auch durch den Thomas von Assisi dann auch wieder ist das aufgelebt worden und neu auferlegt worden, weil ja so nach Rudolf Steiner Thomas von Assisi, der zur Schule bei Buddha gegangen ist. Er war einer von Buddhas Schülern. Ja, also es erklärt sich jetzt natürlich von selbst, wenn man die Lebensweise der Urchristen betrachtet, wo Mann und Weib gleichgestellt, die Schulung von individueller geistiger Reife mit dem Ziel einer universalen Geisterfahrung, die da im Mittelpunkt stand, dass es natürlich eine starke Konkurrenz zu der Institution Kirche gestanden hat, welche sich erdreistet hat, sich als Vermittler zwischen Gott und Menschen darzustellen. Die bei den Menschen der damaligen Zeit äußerst beliebten Urchristen konnte die Kirche, also die Institution Kirche, nur mit dämonischer Gewalt scheinbar habhaft werden. Ist natürlich klar, die Leute, die natürlich bei den Urchristen da waren, war damals eine große Konkurrenz. Und die Leute sind der offiziellen Kirche, was eigentlich nichts anderes ist als die Fortsetzung des römischen Kaisertums, dass natürlich alles ausgemerzt werden musste seitens der katholischen Kirche, um natürlich in Anspruch zu nehmen können, Repräsentant Christi zu sein. Aber sie sind nicht Repräsentant Christi, sondern Repräsentant des Baals. Ja, also ich glaube, wir erkennen, dass sich langsam der Kreis schließt, welcher im weiteren Verlauf der dunklen Kirchengeschichte mit der Abschaffung der Reinkarnationslehre durch den Kaiser Justinian während des 5. Konzils im Jahre 553 in Konstantinopel mit der Schaffung der Inquisition, also bis zu dem Jahre in 553 war es ja die Reinkarnationslehre Bestandteil der Lehre, der christlichen Lehre, dass es die Wiederverkörperung gibt. Und das hat man gar nicht diskutiert. Da gab es aber Verstrickungen dann leider mit der Gemahlin, mit der Theodora von der Gemahlin, das ist eine Hetäre gewesen, die später Gemahlin vom Kaiser Justinian wurde. Und da war die Logik, dass sie ja als Mensch, sie wollte ja als Gott verehrt werden, als Göttin verehrt werden. Und wenn man natürlich mehrere Inkarnationen hat und haben muss, um sich zu vervollkommnen, dann kann man natürlich kein Gott sein, weil als Gott ist man schon vollkommen. Das war ein Teil der Gründe, warum man natürlich die Reinkarnationslehre abgeschafft hat. Weiterführende Gründe waren natürlich auch, dass man wollte, dass die Menschen, das wird immer dann vorgebracht als Entschuldigung seitens von der katholischen Seite dann, dass die Menschen ja
sich anstrengen müssen, in einem Leben die Vollkommenheit zu erreichen und nicht denken, ja gut, wenn ich es diesmal nicht schaffe, kann ich das ja nächstes Mal tun, ich mache mir jetzt ein bequemes Leben. Aber das sind nicht die alleinigen Gründe. Da sind viele, viele, viele Gründe im Hintergrund, warum das passiert ist. Ja, und dann, wie gesagt, also 553 Konstantinopel, Konzil. Dann hat man die Inquisition geschaffen mit ihren barbarischen Grausamkeiten. Und dann, da gehen wir später noch drauf ein, die Hexenverfolgungen, was da passiert ist, das in Schriften, das gerade in Deutschland in einem Buch hervorgebracht wurde, in der Gegend von Köln, das Buch hieß Der Hexenhammer, wo dann die brutalsten Dinge passiert sind mit den Weibern der damaligen Zeit. Ich möchte auf diese Folterungen da gar nicht eingehen, weil die so brutal sind und die Menschen, also das betrifft Männlein wie Weiblein, an den empfindlichsten Stellen bis aufs Blut gemartert hat. Und man kann ja diese Dinge noch in einzelnen Museen betrachten und sich dann ausmalen, wie das dazu mal her und zugegangen ist. Es gibt auch noch Prozessakten diesbezüglich. Aber wenn man da einmal kurz hineingeschaut hat, dann vergeht einem der Appetit. Und deshalb möchte ich das gar nicht im Detail schildern, was da passiert ist, weil ich möchte diesen Dingen nicht unnötige Kraft zuschicken. Sie sind grässlich, das muss man wissen. Sie dürfen nie wieder passieren, obwohl sie zum Teil heute auch wieder passieren in gewissen Stellen. Aber jetzt dürfte es klar sein, dass also durch die Schaffung dieser Institutionen wie der Inquisition die physische und geistige Versklavung der Menschheit auch in Form der Verdinglichung durch die Person-Mensch-Schaffung in der Bulle Unam Sanctam und dann natürlich weiterführenden Schaffung des Jesuitenordens, das ein kriegerischer Orden ist, der eigentlich nur dazu da ist, Dinge zu zerstören und die Machterhaltung der Kirche zu gewährleisten, dass dieser Kreis sich dadurch langsam schließt und er schließt sich mitten in unserer heutigen Welt und er geht mitten durch die dunklen Bahnen der Menschheitsgeschichte. Ja, das war so ein kurzer Überblick auf die Thematik, die wir heute eingehen müssen. Und dann ziehen sich auch Parallelen. Wenn ich jetzt da wieder höre von meinen Freunden in Frankreich, von den Gilets Jaunes, dass da eine Totalentrechtung stattfindet von Anhängern der Gilets Jaunes. Sie dürfen sich gar nicht mehr gelb anziehen. Ihre verfassungsgegebene, das verfassungsgegebene Recht dieser Leute, sich zu versammeln, wird beschnitten. Dann werden sie unrechtmäßig eingesperrt. Und dann wird ihnen teilweise mit kriegerischen Waffen die Augen ausgeschossen, sie werden verstümmelt, obwohl sie nur eigentlich ihr verfassungsgemäßes Recht wahrnehmen wollen. Und das natürlich im 20. Jahrhundert. Jetzt kann man sagen, okay, überleg doch mal, woraus sich das gestalten konnte. Es gibt natürlich die Schergen im Mittelalter, das waren diese Leute, die diese Grässlichkeiten damals vollzogen haben. Ob die inkarnierten Seelen dieser Schergen nicht im gleichen Metier heutzutage in abgeänderter Form wieder tätig sind. Man könnte sich mal diesen Gedanken durch den Kopf gehen lassen. Und es müsste eigentlich dann einigen Leuten müsste da ein Licht aufgehen, dass es ständig darum ging, die Menschheit zu versklaven, zu unterjochen. Dass das eine Vorgeschichte haben muss und dass da Kräfte gewirkt haben und heute noch wirken, die dieses Ziel verfolgen
Und man sieht es jetzt in Situationen in Frankreich, dass wenn die Machtelite, die Herodianer oder die Tenebristen, wenn diese merken, dass ihre Macht gefährdet ist, dann haben sie keinerlei Skrupel, diese alte Barbarei wieder aus dem Folterkeller hochzubringen und an die Menschen anzuwenden. Man sieht einen leichten Schatten davon schon in Frankreich. Es gibt andere Gegenden im Mittleren Osten, wo diese Dinge, sagen wir mal, gar nicht erst im Keller gelandet sind, sondern an der Oberfläche geblieben sind. Und die werden aber dann von den Medien und anderen Institutionen vertuscht. Was die Medien anbelangt, muss man natürlich auch sagen, dass das ein Schachzug der Sophisterei ist, weil die Medien sind in fester Hand der Meister der Sophisterei. Und sie geben dann die Direktiven der Machtelite durch, verpacken sie und verkaufen sie dann, sagen wir mal, konsumentengerecht an die heutige Bevölkerung, zeitgeistgemäß. Das ist auch ihr Auftrag. Ja, und diesbezüglich wollte ich noch einen Teil vorlesen aus dem Buch von Siegfried Werner Munk, Michael gestern und morgen, wo, sagen wir mal, diese geschichtlichen Parallelen exemplarisch dargestellt werden, wie jetzt zum Beispiel diese mittelalterliche Folterkräfte, diese mittelalterlichen Absolutitätsansprüche, wie diese heute auch noch wirksam sind und wie diese praktisch als Fortsetzung einer ewigen Kraft bezeichnet werden können. Also diese Baal, ich habe das ja erwähnt, von den Baalspriestern, von Ahriman, der natürlich seinen Parallelkosmos da erschaffen möchte. Der natürlich gibt es noch andere dämonische Kräfte. Es gibt eine ganze Legion von diesen Dämonen, wie zum Beispiel Sorath oder die Asuras, die natürlich in der indischen Mythologie auch eindeutig qualitativ, moralisch bezeichnet werden, wie ihre Wirksamkeit ist, dass es urzerstörerische Kräfte sind, die ihren Selbstzweck in der Zerstörung sehen, in der Vernichtung, in der Nihilation und wie diese wirken. Aber was interessant dabei ist und was wir bei uns, uns bei der Nase nehmen müssen, ist, dass wir diejenigen sind, die diese Kräfte, sagen wir mal, ihnen Zügel anziehen können. Das heißt, wenn wir in unserer Seele uns liebend durch den Alltag unseren Mitmenschen gegenüber, der Schöpfung gegenüber, den Tieren gegenüber, wenn wir diese Solidarität, und das ist auch noch ein mächtiger Punkt, der immer wieder verloren geht, also gerade in Bezug jetzt nach in Frankreich mit den Gilets Jaunes, dass natürlich dadurch, wenn sie sich an den Rond-Points treffen, dass da eine neue Solidarität entsteht und diese Dunkelmächte, die Tenebristen, die Kabal, sie hat unwahrscheinlich viel Energie da reingesetzt, diese Sozialkräfte, diese familiären Kräfte zu zerstören, zu atomisieren, dass jeder nur seinem eigenen Egoismus nachrennt. Das ging über Konsumanlockungen künstlichen Züchtung des Egoismus durch das ganze Machtsystem, durch das Konkurrenzsystem, über das Geld hinaus und so weiter. Die haben sich unzählige Strategien, militärische Strategien da im Hintergrund, in diesen Sophistereien und in dieser machiavellischen Akademien das ausgedacht, wie man diesen Grundsolidarität, dass man sich hilft gegenseitig, dass man solidarisch ist, dass man Freude hat, wenn man mit anderen Menschen zusammen etwas schaffen kann. Auch der normale Schöpfungstrieb,
der kreative Geist des Menschen, der sollte unterdrückt werden. Also in diesen machiavellischen Akademien hat man sozusagen die ganze Potenz, die ganze dunkle Potenz benutzt, auch gerade in der Schule von John Dishapur, das im Iran befand sich diese Schule. Die bestand daraus, dass ja die Schule von Athen geschlossen wurde, dass dann viele dieser Gelehrten von Athen nach John Dishapur gegangen sind und sich dann mit dem Arabismus verbunden haben und dann unwahrscheinliche Errungenschaften hervorgebracht haben. Also Maschinen waren da ein Entwurf, die, sagen wir mal, vergleichbar sind mit Maschinen, die im 20. Jahrhundert von der Menschheit erst zeitverzögert geschaffen wurde. Aber man stelle sich vor, diese Maschinen zur damaligen Zeit mit der damaligen moralischen Entwicklung. Also das hätte wahrscheinlich zu einer Elimination der Erde und der Menschheit geführt, wenn diese Entwicklungen und diese Erfindungen von damals schon praktisch zur Verwirklichung gekommen wären. Ja, und ich wollte noch kurz das Phänomen ansprechen von dieser Greta Thunberg da in Schweden. Das ist ein gewaltiger Sprung, aber es passt natürlich total in die geschilderte Dynamik hinein, weil das natürlich auch dahin geht in die Akademie von Gorgias in Sizilien, also die, sag mal, die Urakademie der Sophisterei, dass natürlich da die Leute geschult wurden, Lügen zu fabrizieren, um die Leute praktisch, genau wie es damals auch im Mittelalter mit den Hexen gemacht hat, dass die Hexen, sagen wir mal, das Wetter wurden, oder wenn eine Kuh gestorben ist, das Wetter wurden sie beeinflussen, wenn Regenfluten gekommen sind oder Trockenheiten oder Kühe sind gestorben, das hat man diesen Hexen dann unterschoben. Das ist eine gewaltige Dynamik. Das hängt auch mit der unterdrückten Sexualität, dass man den Priestern aufgedrückt hat zusammen, die dazu Teil, einige von denen zu den grausamsten Folterknechten an den Frauen sich da vergangen haben. Ja, aber das wollen wir nicht weiter ausführen. Gehen wir zurück zu Greta Thunberg. Also die Greta Thunberg, sagen wir das Prinzip, was dahinter steht. Sie nimmt einen Teil, mit einem Tunnelblick, also erklärt sie eine Situation, sagen wir mal, die sogenannte Klimaveränderung, einen Teilbereich der Umweltvergiftung. Der wird von ihr benannt und sie macht damit Panik, also Angst. Das war auch ein altbewährtes Mittel der damaligen Machtelite oder der Kabal, dass sie Angst benutzt als Triebfeder, um die Leute zu etwas zu bewegen. Angst, Einschüchterung und so weiter, was man eben, oder sagen wir mal, Gewaltandrohung und so weiter oder Koersion und so weiter. Also die Greta Thunberg benutzt jetzt die Angst, Panikmache, um die Leute zu etwas bewegen. Sie hat aber ein ungenanntes Ziel dahinter und das Ziel, was sie nicht nennt, ist die Abschaffung des Individualverkehrs. Weil sie will das nicht mehr und dann will sie die sogenannten Elektroautos einführen. Diese Elektroautos sind dann ferngesteuert. Und es geht darum, dass man eben die Individualfreiheit des Menschen als selbstbestimmtes Individuum wegnehmen möchte. Man möchte ein Kollektiv schaffen. Wie schon damals im Mittelalter, man möchte ein Kollektiv schaffen, das berechenbar ist, das lenkbar ist, und dass man ohne weitere Anstrengung plündern kann. Also dazu muss natürlich die Gemeinschaft in die Städte konzentriert werden, dass man die Zügel anlegen kann. Man kann nicht jeden Waldmenschen da irgendwo da einen wegschicken, der da die Zügel anlegt. Und das ist das nicht benannte bei der Greta Thunberg. Und das tut sie natürlich auch jetzt gewisse Dinge erwähnen und so weiter und führt das mit dieser CO2-Geschichte zusammen. Also CO2 wird als Sündenbock dahingestellt, obwohl das natürlich sehr umstritten ist. Es gibt andere Faktoren, auch natürliche Faktoren, die das Klima sozusagen variabel machen. Also mal geht das runter, mal geht das rauf.
mal kalter, mal wärmer. Aber was sie eben auch macht, sie benennt gewisse Dinge nicht. Wenn es gewisse Klimaveränderungen gibt oder sagen wir mal Dinge, die nicht mit dem Natürlichen vergleichbar sind, wenn man da eine menschliche Schuld da beziffern möchte oder müsste man natürlich die ganzen Atombombenversuche da anführen. Die werden von dieser Greta Thunberg gar nicht betrachtet. Dann natürlich die ganze Umweltverschmutzung des Weltmilitärs, was da auch nicht auf die Rechnung draufkommt. Das sind wesentliche Faktoren. Und dann natürlich auch die ganze Schifffahrt, die Schweröl benutzt. Also sei es jetzt Containerschiffe oder diese Kreuzfahrtschiffe, die da die Luft verschmutzen. Und dann noch, last but not least, muss man sagen, dass die Alternativen in Form von freier Energie oder von Wasserautos, von Stanley Myers zum Beispiel, der dann vergiftet wurde, als er sein Patent nicht verkaufen wollte und auch nicht mit seiner Forscherei aufhören wollte, hat man denn Stanley Meyer bei einem, ich glaube, das war nicht McDonald's, aber eine andere Fastfood, Pizza Hut oder sowas in den USA, hat man ihn vergiftet. Das ist ja Spezialität der Geheimdienste. Die können ja, dazu sind sie ja auserkoren, solche Sachen im Auftrage der Machtelite, der Tenebristen und so weiter zu vollziehen. Das ist Teil ihrer Funktion, die sie innehaben. Also, wie gesagt, diese Greta Thunberg, sie verheimlicht gewisse Dinge, die wesentlich sind, sagt sie nicht, weil das natürlich nicht im Sinne der Machtelite ist, dass diese Sachen bekannt werden. Militär und so weiter, Atombombenversuche, Alternativenergien, die zur Verfügung stünden, aber da kann man kein Monometer dran anbinden, dass man Geld verdient und die Leute plündern kann. Weil der Name sagt es ja von selbst, Energie, freie Energie, da ist die Energie frei. Da kann also die Machtelite nicht schmarotzern. Und um das geht es ja letztendlich. Man muss natürlich auch ein paar wahre Faktoren reinbringen, das macht ja auch die Greta Thunberg, das eine oder andere, das ist ja durchaus zutreffend, nur das Weglassen gewisser anderer wesentlicher Dinge, da kann man dran merken, dass sie einer Agenda folgt, vielleicht wird sie auch nur missbraucht, ich will der keine boshaften Intentionen oder boshafte Absichten da unterstellen, weil sie ist, glaube ich, noch relativ jung. Aber mindestens, was man sagen kann, sie wird dazu missbraucht. Und man sollte dies den jungen Leuten auch sagen, dass das der Fall ist. Ja, also die restliche Zeit wollte ich jetzt noch dazu benutzen, aus diesem Buch, da Parallelen zu lesen, das ist auch dem Buch von, das heißt Michael Gestern und Morgen von Siegfried Werner Munk. Da heißt die Überschrift zum Zeitalter der Abschaffung des Geistes. Da steht, ich zitiere, im Lichte des von Rudolf Steiner innerhalb seiner Anthroposophie dargestellten Michael-Mysteriums bekommen die Ereignisse des 9. Jahrhunderts ein besonderes Gewicht. Ein Geschehen tritt ins Bild, das sich auf Erden gerade zu der Zeit vollzogen hat, als die kosmische Intelligenz bei den Menschen angekommen war. Das Konzil von Konstantinopel im Jahre 869. Es wurde die Anschauung von der Trichotomie des Menschen, also er besteht aus Leib, Seele und Geist verworfen und erklärt, der Mensch bestehe nur aus Leib und Seele und seine Seele habe einige geistige Eigenschaften. Und dabei sieht man wieder die Tendenz, es geht um diese Verdinglichung des Menschen, dass man ihn seines geistigen Überbaus entreißt. Und wer könnte diese Absicht haben, dass man den Menschen des geistigen Überbaus entreißt? Das sind natürlich die Dunkelkräfte.
die das nicht wollen. Der unsichtbare Dieb im Kaufhaus, der wirken möchte, aber nicht gesehen werden will. Also man hat also diese Trichotomie, also es kommt aus Anatomie und Tricho, also das Wort drei, also die Dreiteiligkeit des Menschen wollte man abschaffen und hat es auch abgeschafft, 869. Und wer weiterhin daran festhielt, der wurde als Ketzer gebrandmarkt. Und jetzt möchte ich noch eine Parallele mit Ketzer sagen. Man hat natürlich im Zeitalter der Inquisition Leute, wo man zum Beispiel im Sinne von Verschwörungstheoretik oder Reichsbürger, wenn man es heute bezeichnet, hat man damals mit Ketzer bezeichnet. Und da hat man die ganzen Prozesse angedroht, die Folterei angedroht, die damals gang und gäbe waren, und hat jegliche raisonable, also mit Menschenverstand und Vernunft geprägte Auseinandersetzung mit dem Thema abortiert. Und das war natürlich, das war der Hauptzweck und das Hauptziel dieser Strategie. Und diese Leute, die Inquisition gestaltet haben, das waren also die Hauptvertreter der Baalspriester, die ganz genau wussten, mit welchen Rezepten und Rezepturen sie praktisch dem Guten am besten habhaft werden konnten, den guten Impulsen, den wirklichen, identischen, authentischen, christlichen Urimpulsen habhaft werden konnten. Also, die Leute wurden als Ketzer gebrandmarkt. Sorath, also der Sonnendämon, konnte mit dem Konzil von Konstantinopel im Hinblick auf den abgestumpften Impuls von John de Shapur einen Teilerfolg erzielen. Die Abschaffung des Geistes, Verleugnung der Trichotomie, bedeutet, dass der Mensch sich von seiner wahren Heimat, der geistigen Welt, schon so weit entfernt hat, dass er bald Gott vergisst. Um das geht's. Denn er wird in der kommenden naturwissenschaftlichen Denkungsart die Materie zum Gott erheben und wird nicht mehr wissen, dass Materie verdichteter Geist ist. Doch es kann zu diesem Ereignis der Geistverleugnung durch die Kirche wohlgemerkt gesagt werden, dass sie sich seither bestimmt nicht mehr auf dasjenige berufen kann, was sie abgelehnt hat. Dieses Ereignis ist doch die Verleugnung des Heiligen Geistes. Es sei der Gedanke erlaubt, damals hat sich der Heilige Geist zurückgezogen. Ja, ich werde das nächste Mal darüber weiter berichten im Ziele dieser ganzen Dynamik. Werde vielleicht noch ein paar Parallelen vom Zyklus von Rudolf Steiner herstellen. Ich möchte auch bitten, Awakenings zu unterstützen und dass wir diese ganzen Anschaffungen tätigen können, die da noch nötig sind, auch für den laufenden Betrieb. Ich möchte auch bitten, im Shop vom Laufteufel, vom Achim, da nochmal vorbeizuschauen und da, jetzt gerade im Sommer, so ein T-Shirt. Ihr seht es bei meinem, ich habe das jetzt in spezieller Farbe, in Violett, mit weißer Schrift. Das ist sehr wichtig, ich bin Mensch und keine Person, wir haben über das heute gesprochen, dass wir das auch noch beziehen können. Ihr könnt, ich habe auch ein oranges und es gibt weitere Farben, man kann sie auch in Gelb haben. Mit Bezug auf den Gilets Jaunes vielleicht zum Beispiel. Man kann sie auch in verschiedenen anderen Farben haben. In Türkis habe ich gehört. Also wenn ihr da genauere Wünsche habt, dann telefoniert mit ihm, besprecht das mit Achim. Dann könnt ihr, wie gesagt, davon profitieren, dass man euch dann besonders anschaut und fragt, um was es da eigentlich geht. Und diese wichtige Sache der Menschheit zu propagieren, dass sie nicht weiter verdinglicht werden sollen. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ich euch nächsten Monat wieder sehe. Und wenn ihr Fragen habt bezüglich des Inhaltes, dann schreibt mir bitte doch at michael@wakenews.net. Und dann gehabt euch wohl und wir sehen uns nächstens. Ciao.